Hey Leute, ich habe heute einen Lesemonat für euch, beziehungsweise ein Gelesen-Video, ein Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, aber ich habe euch auf Twitter gefragt, und zwar, ob ihr halt sowas sehen wollt, weil ich diesen Monat ein paar Bücher gelesen habe, weil, wie ihr vielleicht wisst, habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und deswegen dachte ich mir, ich stelle euch jetzt einfach mal diese 5 Bücher vor, die ich diesen Monat gelesen habe. Und wäre eigentlich ganz interessant, vielleicht für die Leute, die auch noch nicht lesen, um so Bücher zu haben, die auch für Leute, die nicht lesen, ziemlich interessant sind. Und sehr viel lesen in ein paar Sätzen. Zur Bevormerkung, ich bin heute etwas geärgert, da ich was bei Amazon bestellt habe für meine Kamera, um zu fokussieren. Problem ist, die DHL ist so nett und schickt es nicht zu einem Nachbarn. Nein, sie schickt es, weil ich nicht da war, zu irgendeiner Packstation, irgendwo in meiner Stadt, und die Straße hat nicht meine Nummer und ich weiß nicht mehr, wo diese Straße ist. Naja. Und ich darf es erst ab 19 Uhr abholen. Deswegen kann es sein, dass ich etwas unscharf bin. Das ist die Vorgeschichte von diesem Video. Und ich hatte die letzte Frage, deswegen drehe ich jetzt diesen Lesemonat mit diesen 5 Büchern. Also fangen wir einfach mal an mit dem ersten Buch. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist langweilig, keine Sorge. Das waren Bücher. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist etwas langweilig. Hängt auch mit der Schule zusammen. Also die nächsten sind nicht so langweilig, sondern viel interessanter. Und zwar ist es dieses hier. Das ist Homo Faber von Max Frisch. Vielleicht habt ihr es schon in dem Follow Me Round gesehen. Also es geht jetzt über Juni. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe es schon im Mai gelesen, aber es ist im Juni beendet. Und deswegen nehme ich jetzt einfach das hier. Also das hier, deswegen nehme ich es mit, weil es halt von Juni auch ist. Und kurz gesagt, deutsches Literaturwerk von Max Frisch, ziemlich bekannt, benutzt man eigentlich ganz oft in der Oberstufe als Lektüre. Und es geht darum, dass ein rationaler Mensch namens Walter Faber, der mit Frauen nicht klarkommt, also er findet sie so unnötig und alles weibisch, und er ist ganz strikt und rational und hat gar keine Fantasie und arbeitet nur und bezieht alles auf die Technik, fliegt halt zu seiner Arbeit, und da trifft auf einmal Leute aus seiner Vergangenheit, die was mit Leuten aus seiner Vergangenheit zu tun haben, und sein ganzes Konzept wird irgendwie zerstört, sein ganzes System wird ruiniert, und am Ende lernt er dann auch seine Tochter kennen, aber er weiß nicht, dass es seine Tochter ist, und dann passiert etwas, ihr könnt es euch vielleicht wissen, und ganz am Ende ist es eine tragische Geschichte, und es sterben die Protagonisten. Kurzes Review ohne Spoilern, weil ich ja eigentlich fast nur gesagt habe, was grob passiert, was hier halt noch eigentlich draufsteht. Und das wäre Homo Faber. Ja, wenn ihr auf sowas mögt, so deutsche Literatur, kann ich es empfehlen. Ist eigentlich ziemlich gut. Ich mag das Buch, und das wäre jetzt das erste Buch, was ich gelesen habe. Freiwillig mittlerweile. Dann hat mir meine beste Freundin ein Buch gegeben, und zwar kennt ihr das vielleicht auch schon. Das war in meinem Favoritenvideo drin. Das ist von Stephen Boski. Das ist Das also ist mein Leben. Vielleicht kennt ihr den Film, vielleicht lieber morgen. Vielleicht, vielleicht. Und auf Englisch heißt es The Perks of Being a Wallflower, das englische Cover. Mir ist aufgefallen, ich mag die englischen Covers mehr. Also das ist das deutsche Buch dazu. Das hat 290 Seiten oder 280. Und es geht halt um einen Jungen, der Charlie ist, er ist 15 und der hat sein erstes Jahr in der Highschool, und der ist halt eigentlich ein Außenseiter, und zuvor ist sein bester Freund gestorben, und jetzt schreibt er eine unbekannte Person, die er nicht kennt, halt Briefe, und dieses ganze Buch besteht halt aus diesen Briefen. Da steht dann halt immer so, lieber Freund, 7. Dezember, und das spielt halt 1900, also in den 90er Jahren spielt es so, und es geht halt darum, dass er halt Freunde findet, die halt auf Partys gehen und Drogen nehmen und einfach so sozusagen so ein Fast and Furious Life haben und sowas. Und das kannte er vorher nicht, und dann fühlt er sich richtig geborgen, weil er zum ersten Mal Freunde hat. Und ich finde das Buch richtig gut, weil da werden auch immer so, also er sagt dann halt, was er gerade hört für Musik, und da werden immer so Musiktipps gegeben. Und wenn man sich dann die Lieder anhört und dazu das Buch liest, ist es einfach so perfekt, weil das ist so, das passt so genau zueinander immer, die Lieder. Und es ist eigentlich auch ganz schön, weil es ist halt so, das ist halt sein Leben, das ist sein ganzes erstes Jahr in der Highschool, dieses Buch. Und dann erfährt man so über seine Vergangenheit, weil er ist so ein bisschen, wie soll man sagen, er ist nicht gestört, aber er hat halt sehr viele Sachen in der Vergangenheit sind ihm passiert, die ihn psychisch etwas labil machen. Und deswegen ist er halt sehr komisch, also was heißt komisch, man merkt halt, wie er drauf ist, er ist nicht ganz normal. Er bemerkt halt so Sachen, die kein anderer irgendwie so bemerken würde und alles. Und ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Charlie ist 15, sein erstes Jahr in der Highschool beginnt. Es wird ein Jahr voller Geheimnisse und Wunder. Es wird das Jahr, in dem er begreift, was es heißt, Teil dieser Welt zu sein. Weil sein Englischlehrer ihm sagt, er sollte teilnehmen an dem Leben. Und ich kann es euch nur empfehlen, dieses Buch, kauft es euch auf jeden Fall. Das ist die Taschenbuchausgabe. Ich glaube, es hat 10 Euro gekostet. Und lest es. Und dann guckt den Film, und ihr werdet heulen. Ihr werdet heulen wie sonst was.
auf dieses Favoritenvideo habe ich gefragt, auf dieses Favoritenvideo, was ihr mir für Bücher empfehlen könnt. Und da hat einer geschrieben, lest doch eine wie Alaska von John Green. Das Cover erstmal, das spricht mich gar nicht an. Das ist ein Bein mit einem Pool oder so. Das englische Cover dagegen ist richtig cool. Also ich verlinke euch das mal unten, in also einen Link dazu. Ich weiß nicht, also John Green, ich habe noch ein zweites Buch von ihm gelesen, diesen Monat, und der macht so geile englische, also die Cover von ihm sind so geil. Aber diese Sophie Zeitlich, die alle übersetzt, die Bücher, was ist denn da los? Was ist das? Das sieht aus wie von so einem, von so einer 40-Jährigen so ein Buch, was und ich bin 15 und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es um den Miles, er heißt doch Miles, ja, Miles ist 16 und er hat auch keine Freunde, irgendwie lese ich solche Bücher, und lebt in Florida, beziehungsweise er hat Freunde, aber irgendwie sind es nicht seine wirklichen Freunde, und dann wechselt er auf das Internat, wo sein Vater auch war, und zwar Cowell Creek heißt er, ich weiß es nicht mehr genau, und das ist halt so, der kommt dann ins Zimmer und dann hat er seinen Zimmergenossen, der heißt Chip, aber alle nennen den Colonel, also dieser General. Und dann findet er da auch Freunde und kommt in so ein kleines Universum rein. Also dann gibt es einmal den Colonel und die Alaska, dann gibt es noch Takumi und dann später noch eine Lea, ich habe den Namen vergessen, die war auch, naja, die hat mir nicht so gefallen. Aber hier steht auch, man verliebt sich auf Anhieb in diese Geschichte, hochphilosophisch, knistert, romantisch, unglaublich witzig und so tief traurig. Ein Traum von der Rheinzeitung. Kann ich zustimmen, man verliebt sich in die Person. Also welcher Junge dieses Buch liest und sich nicht in Alaska verliebt, der weiß ich auch nicht. Also die Menschen sind so sympathisch und einfach wie Miles dann in dieser Highschool, in diesem Internat, also mit denen so, das, die machen die ganze Zeit, die reden miteinander, das ist total tiefgründig und die machen Streiche miteinander und die reißen aus und die kriegen Ärger und die haben so voll das coole Leben und dann denkst du einfach nur so, ich will auch so Freunde haben. Und kann ich auch so empfehlen, also ich fand das Ende so traurig, wirklich. Also ich lese ja eigentlich nicht Bücher, aber das Ende ist so traurig und man will eigentlich gar nicht das Ende abwarten, wenn man weiß, was es ist. Und das ist halt so, die Alaska ist halt so ein bisschen rätselhaft, die stellt ihm immer so Rätsel und die liest ganz viele Bücher und ich weiß nicht, das Buch ist einfach so sympathisch, das muss man einfach lesen. Ich will auch gar nicht zu viel spoilern, weil wenn ich zu viel verrate, dann ist es nicht mehr spannend. Also auf jeden Fall kauft euch eine wie Alaska oder wenn ihr Englisch lesen könnt, dann Looking for Alaska, richtig geiles Buch, müsst ihr auf jeden Fall lesen. Daraufhin als Überbrückung, weil ich dann von John Green auch noch Das Schicksal ist ein mieser Verräter lesen wollte, was ich aber eigentlich nicht getan habe diesen Monat, habe ich von einer Freundin, auch von meiner besten Freundin, auch ein Buch bekommen. Und zwar Nick and Nora, Soundtrack einer Nacht. Ich dachte erst, das ist bestimmt so ein oberschnulziges Liebesromanbuch, wo du dir nur so denkst, was soll ich damit anfangen? Cover, so Sepia, ja, ist jetzt nicht schlecht, ist jetzt nicht gut, also halt so ein Mittelding. Die Geschichte aber, das ist so gut gemacht, weil es geht halt immer, es geht um Nick und Nora und ihr seht, da steht Nick, also wenn ihr es erkennen könnt. Also immer ein Kapitel erzählt Nick und das Kapitel darauf ist es Nora und das spielt dann in der Gegenwart. Und dann sozusagen immer, das ist so witzig, weil dann kommt zum Beispiel als Beispiel, Nick denkt, dass sie nichts von ihm will und sie denkt, sie hat ihn irgendwie verärgert. Man sieht immer so die beiden Gedanken von denen und es geht halt darum, dass ein Junge von seiner Freundin verlassen wurde. Also der Nick wurde von der Triss verlassen und die Triss ist so eine richtige oberflächliche Amerikanerin, spielt auch in Amerika. Und dann ist er auf so einer Party, also der spielt in einer Band, in so einer schwulen Band und dann ist er die Nora im Publikum und sieht ihn und denkt, er wäre schwul, aber irgendwie will sie es nicht wahrhaben. Dann kommt er auf sie zu und sieht Triss und dann fragt er sie, willst du meine 5-Minuten-Freundin sein? Und daraufhin küsst sie ihn und dann wird aus dieser 5-Minuten-Freundin eine ganze Nacht. Und das Buch spielt in einer Nacht, also die machen ziemlich viel und sehr dramatisch, ganz viele Eindrücke und Perspektiven, auch so ein bisschen mit den Fragen hier so, also was fange ich mit meinem Leben an? Die fragen sich auch mit dem College und was es überhaupt alles sei. Und Nick ist halt so wieder so ein schüchterner Junge, der spielt Bass und schreibt Gedichte und Lieder für seine Freundin und die er dann verlassen, die von der er dann verlassen wurde. Und Noah ist so eine individuellere, kurze Haare, trägt irgendwie so Hemden ganz lange und irgendwie, also die ist so ein bisschen rockiger, weil ihr Vater ist auch irgendwie so von so einem Label. Der Produzent, und das Buch kann ich auch empfehlen, es ist auch ziemlich gut. Irgendwie mochte ich das Buch am Ende wirklich sehr, obwohl ich es am Anfang gar nicht gemocht habe, weil die Leute sind so sympathisch. Ich muss es wieder sagen, natürlich die Twist denkt man sich so, oh, die geht einem richtig auf die Nerven, wenn die irgendwie in der Szene vorbeikommen. Aber Nick und Nora, die kann man einfach so verstehen und solltet ihr auf jeden Fall lesen, das öffnet euch die Augen. Sorry, mein Handy klingelt gerade. Und ja, das ist von Rachel Korn, David Levithan. Weiß ich nicht, von wem es jetzt ist, da stehen zwei Namen drauf.
Googelt einfach mal, wenn ihr es kaufen wollt. Naked Noah, Soundtrack einer Nacht. Und das waren jetzt 4 Bücher. Ich habe aber noch ein 5. angefangen zu lesen. Bin gerade auf Seite 140 von 330 Seiten, 33. Und zwar ist dieses Buch von John Green und es lautet Margots Spuren. Das Cover mal wieder, was denkt sich Sophie zeitlich? Warum macht man so ein Cover? Es sieht aus, als wäre es für eine gescheiterte Hausfrau. Sorry, ich beleidige mich niemanden, aber irgendwie sieht es für mich so aus. Wie so eine Desperate Housewives-Mitspielerin. Das englische Cover sieht so geil aus und der englische Titel auch. Der heißt nämlich Paper Towns. Papierstädte, weil da komme ich gleich dazu, das ist so eine Landkarte und ist so richtig cool gemacht und Beine, mal wieder, wie bei Eine wie Alaska und Margots Spuren, Paper Towns, hört sich irgendwie besser an. Auf jeden Fall geht es darum, dass Quentin ist 18 und der hat eine Nachbarin, die heißt Margot und die sind früher, also Margot, ich weiß nicht, ob es Rot, weil die sind ja Engländer. Amerikanisch, ich weiß nicht, ob es Spiegelmann oder Spiegelman heißen soll. Spiegelman, würde ich erdenken, weil es so mit einem Engel. Auf jeden Fall ist es seine Nachbarin und die waren früher irgendwie beste Freunde, weil sie nebeneinander wohnen und dann haben sie zusammen eine Leiche gefunden in deren Park, in dem Viertel. Die spielt halt in Florida, in Orlando, spielt wieder in Florida. John Green hat was mit Florida. Und da finden die halt so eine Leiche und irgendwie seitdem trennt sich so deren Leben, weil sie so auf eine Schule kommen und dann in die Highschool und in die Junior High und dann sind die so auseinander getrennt und das spielt halt, wo beide 18, also der Prolog sozusagen, dieses Vorwort hier, das geht glaube ich 15 Seiten, ist als sie irgendwie 10 waren und dann ist hier ab Seite 17 bis zum Rest sind die halt beide 18 und der ist halt auch so ein Außenseiter, der hat 2 Freunde, Ben und Radar, ich weiß nicht, wie es heißen soll und die sind halt so ein bisschen Freaks und die spielen die ganze Zeit Videospiele. Aber eigentlich steht er auf dieser Margot und der Schulball steht voran und er hat noch gar kein Date. Aber er will gar nicht hingehen, aber seine Freunde wollen hingehen. Und die Leute sind auch richtig cool. Also der Quentin, das ist so ein bisschen schüchterner, nicht so selbstbewusst. Dann der Ben, der ist so total eklig und überwahr und der macht die ganze Zeit irgendwelche Mädchen an. Aber er wird der blutige Ben genannt. Werdet ihr dann lesen, wenn ihr es lesen wollt. Und der Radar, das ist so ein kleiner Computerfreak und der hat so ein neues Wikipedia irgendwie geöffnet, erstellt und sowas. Und der hängt ja die ganze Zeit dran und die Eltern von ihm sind Psychologen, also vom Quentin. Und eines Nachts klopft dann Margot an seinem Fenster, die ja eigentlich mit der nichts zu tun hat und sie will mit ihm was machen. Und im Endeffekt ist es eine Nacht voller Abenteuer und Streiche, wo sie anderen Leuten Fische in die Autos stecken und andere Leute beim beobachten und dann Fotos machen. Und es ist sau cool. Und dann eines Tages ist Margot nicht mehr da. Sie ist öfters ausgerissen, aber hinterlässt immer Spuren und Quentin folgt ihr, nämlich ihre Spuren. Und das ist jetzt so eine kurze Zusammenfassung, ohne zu spoilern. Ich bin auch erst auf Seite 130, wie gesagt. Deswegen guckt es euch an. Lest es euch auf jeden Fall. Ich kann John Green so empfehlen. Er schreibt so gute Bücher. Wirklich, er schreibt so gute Bücher. Und ich habe ja letztens herausgefunden, er ist YouTuber. Das macht er noch besser. Und die Menschen sind mir so sympathisch. Das war's jetzt mit dem Lesemonat, mit dem Gelesen-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wusste nämlich nicht, wie ich das so machen soll mit dem halt erzählen, was um was es in den Büchern geht. Naja, ich hoffe mal, ihr fand es nicht so schlimm. Es war ganz gut. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach in die Kommentare, weil ich habe das noch nie gemacht und ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Denn ich werde auf jeden Fall noch ein paar mehr Bücher von John Green und sowas lesen und deswegen könnt ihr euch auf die nächsten dann auch gefasst machen, auf die nächsten Lesermonate. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was, wenn ihr euer Lieblingsautor ist, weil es würde mich mal interessieren und ob ihr Bücher empfehlen könnt, weil irgendwie will ich mir diese John Green Bücher aufheben und nicht direkt alle auf einmal lesen. Also schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch gute Bücher kennt. Das wäre es jetzt damit. Ich warte jetzt noch, gehe zu Theater und dann hole ich mein Fokussier-Ding, manuelles Ding ab. Bei irgendeiner Straße, die ich nicht kenne. Aber okay. Also noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann einfach bald wieder. Also bis dann. Adios.